Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, sehr geehrte Frau Ministerin, lieber Herr Krull, liebe Frau Beisiegel, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn alles so bleiben soll, wie es ist, muss sich alles ändern. Dieses Zitat aus dem Gattopardo von Tommaso di Lampedusa hatte ich vor 6 Jahren an das Ende meiner Antrittsrede gestellt. Ich bin auch heute noch davon überzeugt, dass wir bereit sein müssen, Gewohntes zu ändern, wenn wir sicherstellen wollen, dass unsere Identität als Universität, vorhandenes Wissen kritisch zu prüfen, neues Wissen zu schaffen, um beides weiterzugeben, unter wechselnden Rahmenbedingungen erhalten bleibt. Doch eines habe ich vor 6 Jahren nicht richtig eingeschätzt: den administrativen Aufwand, der mit dem Wandel verbunden ist. Ihn hatte ich glatt unterschätzt. Meine insgeheim gehegte Hoffnung, dass ich nicht zuletzt aufgrund der eigenen Erfahrungen in Forschung und Lehre die administrative Belastung derer, die in Forschung und Lehre tätig sind, werde verringern können, hat sich leider als eine Illusion erwiesen. Die Universität hat sich in den letzten 6 Jahren nicht ohne Erfolg den Herausforderungen gestellt. Die vorangegangenen Reformen in der Selbstverwaltung, genannt seien hier, Herr Krull hat es bereits erwähnt, die rückgekoppelte Autonomie und der Wechsel in die Trägerschaft einer öffentlich-rechtlichen Stiftung, hatten die notwendigen Voraussetzungen dafür geschaffen. Dafür möchte ich ganz herzlich meinem Vorgänger, Herrn Professor Horst Kern, danken. Die positiven Entwicklungen sind vielen in dieser Universität, in den Fakultäten, in der Verwaltung und bei unseren außeruniversitären Partnern zu verdanken. Nicht zuletzt war die Verlässlichkeit und die Unterstützung entscheidend, die wir durch das Ministerium für Wissenschaft und Kultur in den vergangenen Jahren erfahren haben. Hierfür möchte ich mich stellvertretend für alle im Ministerium und in der Landesregierung bei Herrn Stratmann, für 5,5 Jahre meiner Amtszeit der zuständige Minister in Hannover, und seinem Staatssekretär, Herrn Dr. Lange, bedanken. Die Universität hat das Glück, kritische Begleitung und Unterstützung von einem Stiftungsrat zu erfahren, um dessen Kompetenz, Engagement und Reputation uns viele beneiden. Dafür danke ich Ihnen, Herr Dr. Krull, und allen Mitgliedern der Stiftungsaufsichtsorgane sehr herzlich. Ich hatte in den vergangenen Wochen mehrfach die Gelegenheit, mich bei Mitgliedern dieser Universität, insbesondere ihren Vertretern in den Gremien und den Mitarbeitern im Präsidium und der Zentralverwaltung, mit Dank zu verabschieden. Heute möchte ich noch einmal allen Mitgliedern dieser Universität meinen Dank für Unterstützung und Hilfe in den letzten 6 Jahren aussprechen. Liebe Frau Beisiegel, auch wenn es manchmal Sturm gab, viele werden sich dabei an die Auseinandersetzung mit der Sozialwissenschaftlichen Fakultät im Rahmen der Entwicklungsplanung, die Proteste bei der Einführung der Studienbeiträge oder die Verstöße gegen gute wissenschaftliche Praxis in einem Sonderforschungsbereich erinnern. Trotzdem muss ich sagen, dass meine Amtszeit vom Glück begünstigt war. Eine verlässliche Grundfinanzierung über den Zukunftsvertrag I, die Einführung von Studienbeiträgen als Drittmittel zur Verbesserung von Studium und Lehre, die Einführung der Programmkostenpauschale, ein schreckliches Wort, aber eine gute Sache,
zur Verbesserung der Forschungsinfrastruktur und vor allem die Möglichkeit, in der Exzellenzinitiative die gesamte Universität hinter einem klar strukturierten und herausfordernden Zukunftskonzept einzukönnen, waren solche glücklichen Fügungen. Ich habe in den vergangenen Jahren deutlich den Willen dieser Universität spüren können, wieder eine der allgemein anerkannten Spitzenuniversitäten werden zu wollen und so an ihre große Vergangenheit anzuknüpfen. Die Allianz mit den außeruniversitären Forschungseinrichtungen ist gefestigt und fruchtbar. Der Forschungscampus Göttingen ist gelebte Wirklichkeit. Freiraum für neues Denken ist das Motto, das ihn eint und an dem er sich messen lassen will. Allen am Forschungscampus Göttingen Beteiligten wünsche ich Erfolg in der zweiten Runde der Exzellenzinitiative. Ihnen, liebe Frau Beisegel, Kraft, Mut und Fortune bei der Führung des Amtes und auch die dafür notwendige Gesundheit, damit unsere Georgia Augusta einen guten Kurs auf ihr 300-jähriges Jubiläum nimmt. Vielen Dank.